Herzlich willkommen zur heutigen Vorlesung der Mini-Online-Universität der Next Scientists for Future vom Weltrat, die einzige Wahrheitsinstanz in der Welt. Hier sind Sie richtig, hier haben Sie richtig eingeschaltet. Und das Thema unserer Vorlesung ist ja täglich sozusagen die wissenschaftliche Tagesschau heute. Und ist immer auch ein offener Brief und all die, auf die wir im Moment Hoffnung setzen, die Basis Deutschland und die Basis Österreich und so weiter. Aber das Problem ist, dass sich alle schwer tun, damit zu verstehen, dass der C-Skandal wie die Schweinegrippe oder die Vogelgrippe immer nur ein Symptom ist. Ein Symptom einer kranken Gesellschaft, und die Basis muss mit GWÖ, GWO, GWL an die Ursachen ran. Wegen Symptomkurierei wird man nicht gewählt, fürchte ich jedenfalls. Ja, alle sind so fixiert auf das Symptom. Ständig wird nur über das Symptom geredet. Und zwar immer so, ja, dass man versucht, quasi letztendlich das Symptom, nämlich das Geschäftsmodell, als könne man das Geschäftsmodell wegreden, indem man Wahrheit gegen den vorteilbringenden Irrtümern des Geschäftsmodells gegenüberstellt. Und man unterschätzt einfach das. Ein solches riesiges Geschäftsmodell, wo es um Abermilliardenbeträge hat, das hat kein Problem, jederzeit neue vorteilbringende Irrtümer zu evaluieren, die dann wieder alles andere schlagen, alle Wahrheitsversuche schlagen. Sondern das ist doch die große Chance der Menschheit, dass der C-Skandal so groß ist als Symptom, dass wir endlich an die Ursachen ran müssen. Aber ich fürchte, viele in der Basis haben das noch nicht verstanden, dass man an die Ursachen rangehen muss, statt wieder nur sich über das Symptom aufzuregen. Das bringt rein gar nichts. Alles, was in den letzten Monaten so überall veröffentlicht wurde an Symptomkuriererei, das hat überhaupt nichts gebracht. Das war reine Zeitverschwendung. Stattdessen sollte sich die Basis täglich beschäftigen mit der Gemeinwohlökonomie von Christian Felber, GWÖ und all ihren Baufehlern. Sie geht an die Ursachen ran, macht das aber technisch sehr schlecht. Und mit der GWO, gemeinwohlorientierten Wirtschaftsordnung der Next Scientists for Future vom Weltrat, sollten Sie sich ganz gründlich beschäftigen. Da sind diese Baufehler nicht drin, die die GWÖ hat, als unsere jüngere Schwester. Und die GWL, die Gemeinwohllobby, geht natürlich mit der neuen Verfassung an die Ursachen, die im Grundgesetz dafür gesorgt haben, dass es das Symptom C-Skandal geben konnte. Die gehen da an die Ursachen ran, ja. Also einerseits sind bei der Basis sehr viele Menschen, die doch wissen, dass man mit Symptomkuriererei nicht weiterkommt, sondern dass man an die Ursachen der Krankheiten ranmachen muss. Das Gleiche gilt aber auch für Staaten und für die Welt, das Weltwirtschaftsmodell sozusagen. Wir müssen da an die Ursachen ran. Alles andere bringt rein gar nichts. Hier unten rechts an dem rundlichen Ding bitte sofort die Wunschgeschwindigkeit einstellen, zum Beispiel 1,75, weil ich ja so langsam rede. Ja, und an die Ursachen rangehen, Ursachenbehandlung. Also erstmal zeige ich die Fleißarbeit die Basismitgliedes aus Bayern. Sie hat jetzt also schön das gemacht, richtig die Fehler korrigiert. Hier, es beginnt die neue Verfassung, quasi das wäre ein möglicher Vorentwurf für einen Volksentscheid Verfassung, wo es bei den einzelnen Verfassungspunkten schon der Präambel letztendlich daran
geht, die Ursachen zu beheben. Und das ist von uns hier, und da geht es gleich zur Sache. Gleich sozusagen wird mitgeteilt, zum ersten Mal wird die Entscheidungshoheit tatsächlich und faktisch in die Hände der Wählerinnen und Wähler der Bevölkerung gegeben und gemeinwohlorientiertes Handeln die Regel in allen gesellschaftlichen Sparten und Argumentefreiheit als die viel bessere Form statt der Meinungsfreiheit, die sehr oft als Beleidigungsfreiheit missbraucht wird. Argumentefreiheit ist der viel bessere Formulierung. Und dann wird hier über die Wohlfühlstimme gesprochen. Und die Wohlfühlstimme ist eben Ursachentherapie. Sie behebt die Ursache der Probleme. Und aber natürlich gibt es noch viel mehr. Aber so geht das dann immer weiter. Artikel 1 hier. Und da ist der Vorschlag der Next Scientists for Future. Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand müssen wo immer möglich gemessen werden und so weiter. Ja, und Artikel 2, Artikel 3, Artikel 4, Artikel 5, das ist schon mal die grundlegende Weichenstellung. Das ist natürlich alles nur ganz vorläufig, aber man kann sich's doch schon mal optisch vorstellen, wie als hätte man diesen Volksentscheid in der Wahlkabine vor sich liegen. Ja? Und hier kann man dann Widerstandspunkte 0 bis 10 oder Kreuzchen reinmachen, ein Kreuzchen, mehrere Kreuzchen, je nachdem, wie der Wahlmodus ist. Ne? Ja, und so, und dann hier nochmal die 6 Kettenglieder. Also wenn man die Wohlfühlstimme nicht will, oder wenn man die Wohlfühlstimme noch, das Wirken der Wohlfühlstimme noch drastisch unterstützen will mit lauter anderen Maßnahmen, dann hat man eben noch Volksentscheid, Wahlprogramme, man hat die Vorwahlen, Mini-Volksentscheide, man hat die Medienreform, man hat die, die man eigentlich aber nicht mehr braucht, weil die Wohlfühlstimmen ist, könnte alles ersetzen sozusagen. Und dann die Eilentscheidung, die David Claudio Sieber vorgeschlagen hatte, ja, könnte man nehmen und dann die Reform der 5%-Hürde, keine Stimme geht mehr verloren. Das sind alles noch Punkte, die man noch machen könnte. Ah ja, und jetzt habe ich hier noch das Foto hier von gerade von Jürgen Wagner. Der hat auch gerade schon bei der, ich denke, hier ist es, vielleicht erst einmal hier die Information, die Gemeinwohllobby Österreich, AT ist das. Und Sie sehen es hier, Präambel, das ist so parallel zur deutschen Geschichte gemacht worden. Ja, so, ich guck mal gerade hier, so wird es doch halbwegs okay sein. Und dann sehen Sie zum Beispiel hier, ist jetzt drin als erstes unser Vorschlag zur Präambel drin. Wir haben also am Montagmorgen den Leiter der Gemeinwohllobby Österreich 2 Stunden beraten, und zwar das Basismitglied, das eben diese schönen Bilder gemacht hat, die ich eben gezeigt habe. Und ja, und hier sehen Sie, und Grundrechte und Pflichten, da können wir wieder auf Vorschlag klicken und dann sehen Sie, überall auch hier wieder unser Vorschlag als erstes drin. Und so geht das hier immer weiter bis Artikel, wir haben bis jetzt ja nur vorgearbeitet bis Artikel 5, ne? Ja, also mitmachen und also die Basis GWÖ, GWO, GWL, das ist das Team. Und man kann vielleicht noch Gradido dazu nehmen, muss sich aber klar sein, dass man dann auch mit derselben vernichtenden Kritik, mit der Gradido überall im Internet zerrissen wird, dass das dann auch auf die GWL zum Beispiel dann abfärben könnte, diese vernichtende Kritik. So ähnlich wie die vernichtende Kritik, die es in der Öffentlichkeit an der Dreigliederung gibt, ja, dass diese auch zum Beispiel leider auf die Partei die Basis abfärben könnte. Also
Unser Tipp, die Basis, GWÖ, GWO, GWL. Und alle sollten vorsichtig sein mit Gradido. Bei der GWÖ muss man auch vorsichtig sein. Die öffentliche Kritik ist nämlich auch nicht ganz unberechtigt, sondern eher berechtigt. Ja. Und am Ende hat man eine seriöse Geschichte, die GWO. Ne? Und das ist eben die, die wirklich kompetent ist und die eben nicht die Wirtschaft eines Landes zerschlägt, sozusagen, wie das bei der GWÖ und bei Gradido der Fall ist. Und bei der Dreigliederung wird das Problem sein, dass man sehr viel Beamtentum einführt, also Staatsdienst, also Gesundheitswesen in Staatshand und so weiter. Und dass man dann Gammelei-Probleme kriegen wird, weil die Anreize fehlen, dass uns der Arzt mit derselben falschen Grundhaltung irgendwann entgegentreten wird, wie das ein Beamter macht, für den wir dann nur noch ein Bittsteller sind und der nicht uns dient, sondern sich als Herrscher mit der Zeit fühlt und so weiter. Und wie gesagt, der Mensch ist nun mal auch ein Bioroboter und es ist doch ganz menschlich, dass ein Arzt sich lieber um die Weitergabe seiner Gene an die Eizellen der hübschen Krankenschwestern und Arzthelferinnen kümmern wird in Zukunft, wenn er sein Geld sowieso unabhängig von jeglicher Leistung bekommt, durch Staatsgelder, ja, sozusagen. Dann ist das ganz menschlich, dass er sich dann lieber mit der Weitergabe seiner Gene beschäftigt, als jetzt irgendwie sich ein Beinchen auszureißen für den Dienst an den PatientInnen sozusagen. Während in unserem System, zum Beispiel mit der Wohlfühlstimme, der Arzt ja nur noch dann Verdienstzuschüsse kriegt, wenn er auch eine gewaltige, positive, gesundheitsförderliche und krankheitsverhindernde Wirkung entfaltet, also Ursachenbehebung macht statt Symptomkuriererei. Und damit sind wir natürlich wieder zurück am Thema. Ja, und dann hier wollte ich ja zeigen, dass FF Jürgen Wagner, der ja viel mehr Medienpräsenz hatte in seinem Leben, als die Basis vielleicht jemals haben wird, sozusagen. Der schreibt als Kommentar zu unserer Verfassung, also zu unserer Petition. Wir sehen ja diese Petition als eine Möglichkeit, doch mal ein paar neutrale Menschen hören zu können, sozusagen ohne dafür gleich ein teures Wahlforschungs-, Meinungsforschungs- oder Marktforschungsinstitut bezahlen zu müssen. Natürlich ist das dann hier bei openpetition.de keine repräsentative Wählerstichprobe, aber immerhin, und dafür ist es kostenlos. Ich bin mal gespannt, ob das alles so klappt. Die Basismitglied hatte das damals ja sehr gut geklappt und wir hatten ja für unsere Gesundheitsreform dann ganz extrem positive Rückmeldungen bekommen. Ja, und er schreibt, wir Menschen als denkende und sprechende Tiere bzw. Wesen müssen endlich in allen Einzelpunkten nach bestem Denken bzw. Argumenten gehen. Freie Argumente, Kultur, Frack. Für Sinn und Wohl des Ganzen, dieser allgemeine Qualitätsschlüssel, Frack, muss über allem stehen. Statt dass irgendwelche Einzelinhalte ohne oder gegen solche Argumenteprüfung festgelegt werden, wie es in den bisherigen Korruptionssystemen üblich ist. Deshalb bin ich ÖfÖf-Frack-Aktivist seit über 30 Jahren, siehe global-love.eu, und deshalb mit besonderer Betonung auf die Frack-Forderung in 1, die also in unserem Präambelvorschlag, wofür ich vor allem ein Frack-Forum als Haupttool ansehe, wie ich es in freie Argumente Kultur nett
als Experimentalmodell anbiete. Und bezüglich Artikel 1 mit entsprechender starker Betonung auf C, das ist ein Punkt, wo die Redefreiheit betont wird. Und das verstehe ich auch, dass er das gerne mit dazu nehmen würde. Das finde ich auch sinnvoll, dass man das dazu bauen sollte. Also sein Urteil 1a, e, ja, ergänzt mit C. Ja, und das ist genau richtig. Und mit starkem, er betont nochmal, dass sein Anliegen die Betonung auch auf C ist, ne? Also auf diesem Punkt. Ja, das ist schon mal schön. Und ich kann ja nochmal hier die Petition nochmal kurz zeigen. C, was war das? Augenblick, C. C. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Hier ist A, B, C. Das Recht auf freie Rede ist das wichtigste Recht, welches wir besitzen und der absolute Grundpfeiler des Westens. Wird dieses nicht ausdrücklich geschützt, ist eine friedliche Auseinandersetzung im politischen Raum unmöglich. Ja, dem kann ich nur zustimmen. Also das könnte man bei uns auch in unsere Präambel zum Beispiel mit reinziehen. Ja, das ist schon gut formuliert. Ja, und ja, also bitte gehen Sie jetzt bei openpetition.de, folgen Sie dem Link unter der letzten Sendung, der, ich glaube, die 870 ist es, wo Sie den Link sofort neben der Zahl 870 finden, unten in der Infobox, und machen Sie mit. Ja, ich glaube, die Leute machen alles Mögliche, aber genau alles, was scheitern kann und wird und muss. Ja, und dann haben wir hier ja die Gemeinwohl-Lobby Deutschland, und da haben wir das Gleiche, nur dass unsere Vorschläge relativ spät gekommen sind. Das heißt also, wenn man hier in Vorschläge reingeht zum Beispiel, da muss man wahrscheinlich bis ans Ende scrollen, um dann auf, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Na, da muss man bis ans Ende scrollen hier aller Vorschläge. Und dann müsste irgendwo ja unser Vorschlag auch mal auftauchen. Ja, da ist sogar noch einer danach gekommen, aber hier haben wir ja unsere Präambel, ja. Also von wegen GWÖ, GWO, GWL, da sind wir auf einem guten Kurs. Das ist der gute Kurs, und die Basis sollte sich schleunigst um diesen guten Kurs kümmern und nicht weiter über Symptome klagen sozusagen. Ja, und man versteht bei der Basis auch nicht, dass Juristen selbstverständlich den vorteilbringenden Irrtum im Kopf haben und Lobbyisten wider Willen ihrer eigenen Sparte und ihres eigenen Geldbeutels sind. Man versteht das nicht, dass selbstverständlich sozusagen, ich zeige das hier auch nochmal, dass eben man als Jurist einfach die Möglichkeiten in die Ursachenmechanik eines solchen Symptoms, C-Skandal, eingreifen zu können, dass man sich da total verschätzt und denkt, man könnte juristisch irgendetwas sozusagen irgendetwas erreichen gegen ein so milliardenschweres weltweites Geschäftsmodell, als ob, man muss sich doch klar sein, dass dann jeder Richter auch die vorteilbringenden Irrtümer dieses Geschäftsmodells längst übernommen hat und glaubt und für Wahrheit hält und dass er niemals urteilen wird, ein Urteil fällen wird, dass dieses Geschäftsmodell in Frage stellen wird. Also Juristen überschätzen da bei ganz gewaltig ihre Möglichkeiten. Und vor allem fehlt ihnen völlig jede Form der Selbsterkenntnis. Hier vielleicht nochmal der Hinweis, ein paar Sachen wurden geändert. Die Homepage ist fast kaputt gegangen. Bei dem Änderungsversuch ist dann aber irgendwie noch gerettet worden. Und ich hoffe, dass diese kleinen Überschriften jetzt auch Smartphone-kompatibler sind als die großen, dicken und Überschriften, die großenteils verschwunden sind jetzt.
Also eigentlich haben wir doch alles richtig hingekriegt, was sinnvoll ist. Ja, und diese 700 € im Monat mehr je Arbeitnehmerin, die Economy for Mankind verspricht ja eben auch 2000 € mehr im Monat, auch für die Ärmsten und so weiter. Aber sie nimmt das, indem sie die Wirtschaft zerstört. Sie zerstört dafür die Wirtschaft, sodass es am Ende anstatt 1000 € mehr am Ende für die Leute vielleicht 600 € weniger geben wird, ja. Und bei uns sind die 700 € mehr im Monat mehr je Arbeitnehmerin gegengerechnet und das würde auch funktionieren, wobei man darüber diskutieren kann, ob man davon einen Teil für den Klimaschutz eben investieren würde. Ja, und dann so hier Bild-Zeitung, der berühmte Ex-ARD-Journalist Dr. Franz Alt und ein großes Wirtschaftsmagazin veröffentlichten gute Artikel, der Tagesspiegel ein paar gute Zeilen bezüglich Weltrat Next Scientists for Future beim Tagesspiegel. Da hatte ich ja dann ein sehr langes Telefonat vermittelt mit Professor Manfred Mertens und der Tagesspiegel-Journalistin. Leider hat sie daraus bisher nur einen ausführlichen Absatz gemacht, aber das war es dann auch leider bisher. Meines Wissens jedenfalls. Ich habe nicht mitgekriegt, dass sie jetzt einen größeren Bericht gemacht hätte darüber. Ja, und dann. Und Sie sehen es ja auch hier, das ist diese große Wirtschaftsmagazin Österreich, die Talkrunde mit Professor Manfred Mertens und mir und einer Professorin Michaela Döll. Und ja, und so, da ist der Talk mit den Vorsitzenden von der Basis Österreich. Ja, und ja, so. Da haben wir ganz viel. Ja, deswegen, das wollte ich zeigen. Selbsterkenntnis ist der einzige Weg zur Besserung der Welt. Das ist das, was auch die Rechtsanwälte nicht verstehen, dass ihnen völlige Selbsterkenntnis fehlt. Nur mit völliger Selbsterkenntnis kann man auch wirklich richtig gute Politik machen. Nämlich, wenn man so wie ich als ehemaliger Psychotherapeut, Psychoanalytiker, eben ganz klar sagen kann, damals habe ich vorteilbringende Irrtümer meiner Sparte geglaubt und habe deswegen auch dem Geschäftsmodell gedient, nämlich den Patienten Heilung zu versprechen, ohne es halten zu können, selber gut zu verdienen dabei und die Patienten, die habe ich genauso wie jeder andere Psychotherapeut auch von der echten Lösung des Problems ferngehalten, nämlich der VIAT, der vorteilbringende Irrtümerabbautechnik bzw. Therapie. Davon habe ich die Leute im Prinzip abgehalten, was die einzige Chance ist, wirklich glücklicher, gesünder, langlebiger zu werden. Ja. Deswegen, die Selbsterkenntnis ist der einzige Weg zur Besserung der Welt. Die freie Argumentekultur der wechselseitigen Falsifizierungsversuche ist die einzige Chance für die Menschheit. Ja? Also es braucht diese wechselseitigen Falsifizierungsversuche, das mit Gradido, mit GWÖ, mit Dreigliederung, braucht es. Die Basis muss sich öffnen für diesen wissenschaftlichen Dialog der wechselseitigen Falsifizierungsversuche. Sonst kann das nichts werden, weil sonst die Basis auf der Ebene der Symptomkuriererei bleibt, die sie ja im Rahmen der Medizin zu Recht ablehnt. Aber in der Staatsmedizin behält sie die Symptomkuriererei bis jetzt bei. Und das geht nicht. Da ist man dann chancenlos. Denn die Wähler haben noch Platz für eine neue Partei, aber dann, wenn eine Partei von der Symptomkuriererei zur Ursachenbehebung wechselt, dann ist da noch Platz. Und daher dann unsere 56% der Wählerstimmen, von denen ja wohl hier die Rede ist, ja? So, ja, der Mensch von heute ist ein Lobbyist wider Willen, LWW mit
aller möglichen Teilbereiche. Ich kann ja noch mal kurz: Gesellschaft kann nicht funktionieren ohne Stiftung Warentestisierung. Mangel an positiven Anreizen ist das einzige Problem des Planeten Erde. Ja, also das sind die Kernsätze echter wissenschaftlicher Erkenntnis. Ja, also die freie Argumentkultur des wechselseitigen Falsifizierungsversuches als einzige Chance von der Menschheit. Der Mensch von heute ist ein Lobbyist wie der Willen mit einem LWW, Lobbyist wie der Willen, Weltbild randvoll mit vorteilbringenden Irrtümern. Neue echt naturwissenschaftliche Volkswirtschaftslehre, kurz NVWL, inklusive der evolutionsbiologischen Politikwissenschaft. Korrigierte und komplettierte mimetisch-genetische Evolutionsbiologie, Neopsychologie, Neoevolutionspsychologie und so weiter. Sie können das ja mal lesen. Neopaläoanthropologie, Neoernährungspsychiatrie, mimetisch-genetische Evolutionsanalysetechnik und so weiter. Viat, die Ausweitung des Stiftung Warentestprinzip auf alle und alles, die Stiftung Warentestisierung der Welt, ja. Das ist das sind die Lösungen. Ein Gremium der interdisziplinären und wirtschaftswissenschaftlichen Politikberatung und so weiter. Ja, dann gehe ich weiter. Dann gehe ich hier weiter zu hierhin. Ich glaube, ich habe alles Wesentliche soweit gezeigt. Jetzt geht es darum, da hat eine Physikerin geschrieben und ich glaube, Sie können das sogar lesen jetzt hier. Sie schreibt zu dieser neuen Geschichte, also zu GWÖ, GWO, GWL, schreibt sie letztendlich zu der Sammeldatei, die es diesbezüglich gibt, die wir leider nicht ganz anschauen können. Ich kann sie ja mal zeigen, die Sammeldatei. Das ist also etwas, was wir nicht ganz anzeigen können, weil wir kein Word haben. Aber eben hier sieht man wieder die Präambel und dann sieht man all die einzelnen Punkte, Artikel 1. Ja. Das ist die Datei, die wir ihr geschickt haben. Sie steht ja auch für ein großes Kommunenprojekt, ist da jedenfalls positiv, steht da positiv dazu und schreibt dann entsprechend, hier haben wir also hier und dann haben wir hier den Volksentscheid, das Volksentscheid-Wahlprogramm, Gesundheitsreform, Presse, Radio, Fernsehen. Das ist das, was unbedingt die Basis sofort nutzen sollte. Und wie gesagt, ich kann es hier nicht anzeigen, aber jeder, der Word hat auf dem Rechner, der kann das anzeigen. Und ja, und so. Ach so, hier haben wir noch die 6 Kettenglieder der Basisdemokratie sozusagen. Und hier haben wir dann noch Informationen, dass es eben sinnvoll ist, echte repräsentative Wählerstichproben über, also sozusagen denen das Runterkonsensieren von 5 verschiedenen Verfassungsvorentwürfen zu machen, wobei ich persönlich der Meinung bin, warum soll man überhaupt runterkonsensieren? Vielleicht sollte man es gleich einem Volksentscheid der Wählerinnen überlassen und eben das Thema neue Verfassung gleich als Volksentscheid Verfassung präsentieren, so wie man auch statt eines einseitigen Wahlprogrammes gleich sozusagen ein Volksentscheid Wahlprogramm präsentieren sollte, um zu zeigen, wie sehr man es ernst meint. Und ich habe jetzt gehört, es soll wohl auch Bemühungen geben, eben den WählerInnen sozusagen von Seiten der Basis auch irgendwie Volksentscheidmäßiges anzubieten. Allerdings habe ich den Eindruck, dass es sich da bisher dann nur um ganz oberflächliche Volksentscheide handelt und eben nicht um so zentrale, ursachenbezogene Volksentscheide wie eben GWÖ, die also kreisen um GWÖ, GWO, GWL. Und eventuell diskutieren kann man ja noch mit Gradido und Dreigliederung. Schluck Wasser.
Ja, und jetzt schauen wir doch mal, was sie so schreibt. Wo ist es? Wo war das jetzt? Ah, hier war das. Ich sehe schon, dass da ein paar sinnvolle Sachen stehen, doch ich sehe auch auf den ersten Blick grobe Fehler und Unterlassungen, die einer Unterwanderung durch private Profit- und Machtinteressen Tür und Tor öffnen. Schön, eine Physiker und ehemalige Journalistin oder Journalistin, die mal ohne Tippfehler schreibt, das ist schon ganz toll hier. Vielleicht ist das nicht die vollständige Verfassung, deswegen formuliere ich die Punkte als Fragen. Werden Verträge mit internationalen Organisationen wie UN, NATO, etc. gekündigt? Das wäre unabdingbar. Ja, das sind für mich so Fragen. Also, das ist, viele Leute erkennen nicht, dass man zum Beispiel mit der Einführung der Wohlfühlstimme, dass damit quasi Ursachentherapie betrieben wird, weil quasi niemand mehr auch nur einen Cent verdienen kann durch etwas, was dem Wohlfühlen, der Gesundheit und Langlebigkeit der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner auch nur den geringsten Schaden zufügen könnte. Ja? Und insofern ist das schon die Ursachentherapie, auch schon in den ersten 5 Artikeln sozusagen. Und die Frage, wie schützen wir uns davor, dass wir irgendwann mal so behandelt werden, wie wir selber die Indios und die Indianer abgeschlachtet haben, ja, das insofern wäre ich vorsichtig, die Mitgliedschaft in der NATO einfach so eben zu kündigen. Was richtig ist und wichtig ist, dass wir die Rüstungsindustrie transformieren müssen in eine Friedensförderungsindustrie. Das machen wir, indem wir eben sozusagen die Verdienstzuschüsse abhängig machen von dem Rückgang der getöteten Menschen in den Krisengebieten der Erde. Also es muss eine Zuordnung zwischen jeder Rüstungsfirma und den Sterbezahlen von Menschen durch Gewalt weltweit und in bestimmten Regionen geschehen, und dann verwandeln sich diese Firmen automatisch in Friedensförderungskonzerne, die sich für die Beendigung der schwelenden Konflikte weltweit dann einsetzen werden. Schluck Wasser. Ich sehe nicht, dass dort so etwas steht wie Gerechtigkeit steht über dem geschriebenen Recht. Aber da steht, und das hat sie dann überlesen, da steht, dass Richter nur noch dann Verdienstzuschüsse bekommen, wenn ihr Rechtsprechen gerecht ist, nämlich das insgesamte Wohlfühlen, die Gesundheit und die Langlebigkeit der Bevölkerung ihrer Region, für die sie zuständig sind und innerhalb derer sie Recht sprechen, sozusagen nur noch dann bekommen sie Verdienstzuschüsse. Und dadurch wird der Richter, die Polizei, die Staatsanwaltschaft und alle Rechtsanwälte werden gezwungen dazu, Gerechtigkeit walten lassen, denn Gerechtigkeit wird Wohlfühlen, Gesundheit und Langlebigkeit der Bevölkerung bestmöglich dienen. Also bei uns ist das verankert und braucht eigentlich auch gar nicht mehr ausgeführt werden, weil es schon verankert ist. Ich glaube, es ist sogar in der Augenblick, wo ist die? Das müsste eigentlich hier in der Präambel schon stehen. Wo ist es denn? Da haben wir doch hier die, da haben wir die. Das müsste in der Präambel sogar schon stehen. Präambel, 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 unsere Version hier.
alle Belohnungen für alle gesellschaftlichen Sparten, Politiker, Journalisten, Wissenschaftler, Polizisten, Richter, Staatsanwälte aller Geschlechter, Gesundheits- und so weiter, aller Sparten, anhand der Wohlfühlstimmung, Stimmenentwicklung der jeweiligen Kunden, Mitarbeiter und Anwohner berechnen. Und die Kunden eines Richters ist die Bevölkerung des Bezirkes, für in dem sie Recht sprechen. Ja? Und nur wenn dort sich das Wohlfühlen verbessert, kriegt der Richter Verdienstzuschüsse. Das heißt, wenn er für eine Befriedung seines Bezirkes sorgt, durch gerechtes Rechtsprechen, nur dann kann er überleben als Richter sozusagen. Und das reicht mir. Damit ist die Sache schon erledigt. Ne? Wird das Geldsystem erneuert? Ich vermute, das ist einer der größten Irrtümer der alternativen Szene. Werden Zinsen verboten? Wenn man Zinsen verbietet, dann bedeutet das, dass kein vernünftiger Mensch einem anderen mehr einen Kredit gibt. Sozusagen alle neuen Projekte werden ohne Finanzierungsmöglichkeit darstellen. Es wird keine neuen Unternehmensgründungen mehr geben, die hochkommen können, weil niemand ihnen einen Kredit geben wird, weil er ja keine Zinsen bekommen kann. Also er kann ja keinen Ertrag, der darf ja keinen Ertrag für sein Ausleihen des Geldes bekommen. Und warum soll ich Geld ausleihen, wenn ich keinerlei Belohnung dafür bekomme und auf der anderen Seite das riesige Risiko habe, dass das Start-up mein Geld in den Sand setzt und es dann unwiederbringlich verloren ist und ich dann pleite bin, genauso wie der Jungunternehmer pleite ist, die Jungunternehmerin pleite ist, ja? Und ich brauche doch gar nicht darüber streiten, ob ich private oder staatliche Banken haben will oder private oder staatliche Ärztesysteme, wenn ich doch einfach nur alle belohne, ist mir doch egal, ob privat, wenn also auch in Staatsdienst jeder nur dann noch Verdienstzuschüsse bekommt, wenn er bewiesenermaßen Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner messbar steigert, dann brauche ich weder private Banken zu verbieten. Ich brauche vieles einfach nicht zu machen. Ich kann mir viele Arbeit sparen. Ich kann einfach alles lassen, wie es ist und setze über alles drüber die Verdienstzuschüsse als Steuerelement. Und damit ist alles, sind all diese Probleme ja durch uns schon gelöst. Wird eine staatliche Bank in der Verfassung festgeschrieben, die zins- und schuldfreies Geld herausgibt? Ja, ich glaube, das ist ja auch der große Irrtum bei Gradido, wo die Kritiker ja auch zu Recht richtig sagen, Gradido, das würde also Deutschland genauso wie, also Gradido und die GWÖ haben Tendenzen, Deutschland und Österreich in Richtung Nordkorea zu bewegen, Lebensstandard Nordkorea. Denn, wie gesagt, wenn Geld zinsfrei ist, warum soll dann irgendjemand irgendwem noch irgendwelches Geld für Start-ups geben, sozusagen? Und die Frage ist, wie viel ein zins- und schuldfreies Geld, das der Staat herausgibt, wie viel Attraktivität ein solches Geld hat? Denn wenn es gar keine Zinsmöglichkeiten gibt, naja gut, das haben wir im Moment ja eigentlich auch. Ja, wir haben ja im Moment nur die Inflation, die unser Geld weniger werden lässt. Aber ich habe mir das mal ausgerechnet, das Tempo, in dem unser Geld weniger wird, ist nicht erschreckend groß. Also das besorgt mich nicht. Natürlich werden, wenn ich 100 Euro in der Hand habe, die werden natürlich Stück für Stück im jetzigen Zustand auch weniger wert. Man kann so sagen, dass der Staat sich halt ein bisschen quasi auf meine 100 Euro einfach ein bisschen Zusatzsteuer erhebt. Aber ich finde das nicht schrecklich und die Beträge, um die es da geht, sind nicht hoch. Also mir macht das nichts. Ja? Ich kann damit leben. Denn für mich ist Geld generell nur ein Werkzeug. Ja,
denn solange zinsbehaftetes Schuldgeld durch private Banken herausgegeben wird, kann es keine Gemeinwohlökonomie geben. Leider ein Irrtum eben. Es kann mit der Wohlfühlstimme und mit all unseren Maßnahmen, kann es sehr wohl sofort eine Gemeinwohlökonomie geben, sozusagen ganz ohne, dass man in das Bankensystem jetzt irgendwie besonders eingreifen müsste, sondern die Wohlfühlstimme erzieht alle zum Gutes tun und mehr brauche ich, brauche das nicht. Damit ist eigentlich alles schon gesagt. Ja, ganz egal, was in irgendeiner Verfassung auf einem Papier steht. Das Wunderbare ist wirklich, sie schreibt ohne einen einzigen Rechtschreibfehler und das ist doch toll, ne? Wird das Wahlrecht verändert? Solange wie bisher jeder Hinz und Kunz wählen darf und sogar in verantwortliche Positionen gewählt werden kann, ohne seine charakterliche und ethische Eignung durch entsprechenden Lebenswandel nachgewiesen zu haben, sowie auch notwendige Kenntnisse, zum Beispiel über die zerstörerischen Folgen der Zinswirtschaft, wird weiterhin derselbe Mist rauskommen wie bisher. Ja, also das große Problem ist, die wechselseitigen Falsifizierungsversuche. Das Problem wird sein, kann diese Dame, diese Physikerin auch wirklich sozusagen, kann sie damit leben, dass die Next Scientists for Future diese Überlegung falsifizieren wollen und können? Ja? Kann sie damit leben oder wird sie reagieren wie Zeugen Jehovas, die als oberstes Programm in sich drin haben, niemand darf dieses Weltbild falsifizieren versuchen. Ja? Wende dich ab, wenn das jemand versucht. Ja? Und das, ja, weiß ich nicht. Also wird das Wahlrecht verändert? Denn warum soll ich etwas am Wahlrecht verändern, wenn ich die Wohlfühlstimme zusätzlich hinzugebe oder eben die sechs Kettenglieder der Machtbegrenzungskette der Next Scientists for Future dazu nehme, dann reicht das völlig aus, dann brauche ich nicht so etwas, denn wenn ich formuliere, jeder Hinz und Kunz wählen darf, dann kommt es zu einem riesen Aufschrei in der Gesellschaft, ja, denn dann wer will entscheiden, wer charakterliche und ethische Eignung hat? Derjenige, der brav einem bestimmten Beruf gefolgt ist oder derjenige, der die vorteilbringenden Irrtümer seiner eigenen Sparte reflektiert hat und diesen Beruf entsprechend niedergelegt hat? Wer ist da besser charakterlich geeignet? Ja, das würde ja zu Fehlentscheidungen führen, ja. Also insofern, auch Dr. Markus Krall greift ja immer, er will in das Wahlrecht eingreifen. Ich rate davon ab, ist doch gar nicht nötig, weil sowieso nur die 45 Millionen Menschen, die klügeren Deutschlands, sowieso nur zur Wahl gehen. Und da sind die meisten davon auch eher, haben die eher auch eine charakterliche und ethische Neigung. Also ich würde einfach solche Fässer gar nicht aufmachen, ist gar nicht nötig, weil unsere Änderungen reichen aus. Ja? Und eben, wie gesagt, über die Zinswirtschaft haben wir aber ja eben schon gesprochen. Bei den verfassungsgebenden Versammlungen kommen mir auch sonst viele Fragen, unter anderem folgende. Wer erstellt sie? Wie sind die juristischen Kenntnisse der Beteiligten in Bezug auf Statutenrecht, Völkerrecht, Handelsrecht und Naturrecht? Das ist eben auch, sie erkennt nicht, dass das alles unwichtig ist, wenn man einmal die Ursache behebt, und zwar Wohlfühlstimmen oder ähnliche Systeme und Verdienstzuschüsse einführt, dann ist das alles unwichtig, ja? Ja, juristische Laien, ja, da habe ich kein Problem, weil schon mit Präambel und Artikel 1 bis 5 haben wir quasi
in Beton gemeißelt, sozusagen schon mit unserem Vorschlag. Dagegen geht nichts mehr, weil unser Vorschlag behebt die Gesamtursachengeschichte und führt dazu, dass alle Ihnen, liebe Wählerinnen, alle der Bevölkerung dienen müssen oder sie kriegen keinerlei Verdienstzuschüsse und gehen dann pleite. Egal, welche Tätigkeit das ist. Ja. Wie sieht es mit spirituellen Kenntnissen der Ersteller aus, als unabdingbare Grundlage, damit das Ganze nicht wieder der Natur zuwiderläuft? Ja, da kann ich nur wieder sagen, ja, wie weit ist sie da den wechselseitigen Falsifizierungsversuchen aufgeschlossen? Sie wissen ja, dass für uns das Spirituelle das Spinituelle ist, ja, dass eben die Wissenschaft, die Naturwissenschaften sind die ideale Grundlage dafür, dass man sagt, dass man auf keinen Fall die Natur vergiftet, denn wenn man die Natur vergiftet und diese Gifte dann wieder in die Menschen kommen, dann hat man das Wohlfühlen, die Gesundheit und die Langlebigkeit der Wählerinnen geschädigt und kriegt dann keine Verdienstzuschüsse und geht pleite. Also bleiben nur noch Instanzen der Gesellschaft übrig, also Sparten übrig, die so viel Naturschutz betreiben, wie es nötig ist, um ein Maximum an Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und auch Wohlstand der Bevölkerung zu erreichen. Viele dieser spirituellen Leute wollen den Wohlstand der Bevölkerung opfern, um Gottesdienst an der Natur zu betreiben. Davon raten wir ab. Wir sollten nur so viel die Natur schützen lassen, wie damit bis es zu einem Maximum an Wohlfühlen, Gesundheit und Langlebigkeit der Bevölkerung kommt, der WählerInnen kommt. Ja. Wer soll eine Verfassung bekannt machen, die Profitinteressen der Eliten zuwiderläuft? Ja, da unterschätzt sie natürlich die Möglichkeit, dass die Eliten denken können und vielleicht verstehen können, dass eine Ursachentherapie des Gesamtsystems eben nötig sein könnte. Also wir hoffen natürlich darauf, dass irgendjemand bei den Eliten sich irgendwann mal stark macht für die Ursachentherapie aller Probleme, denn es ist ja nicht so, dass alle Eliten irgendwie sagen würden, dass wir im idealen System leben würden. Es gibt Eliten mit Erkenntnisfähigkeit. Die derzeitigen Medien haben daran keinerlei Interesse. Ja, das unterstellt auch wieder, dass es bei den Journalistenkönigen nicht doch auch einige kluge Leute geben könnte, die verstehen könnten, dass eine Ursachentherapie des Gesamtsystems sinnvoll ist, auch wenn sie davon selbst betroffen werden wären. Denn ein Top-Journalist, der würde auch im geänderten System ja auch weiterhin seinen guten Platz behalten können. Er wird sich dann halt daran anpassen, dass dieser Top-Journalist dann in Zukunft sein Geld dafür kriegt, wenn er die Leute mit Wahrheiten versorgt, die das Wohlfühlen und die Gesundheit und die Langlebigkeit und den Wohlstand der Bevölkerung, der Kunden, seiner Kunden befördern. Man kann ja ganz problemlos feststellen, welche Kunden schauen häufiger die Tagesschau, welche Kundengruppen schauen häufiger die Heute-Sendung und dann kann man gucken, ob die Heute-Sendung, wenn man die Heute-Sendung regelmäßig schaut, ob das bessere Gesundheitswerte zur Folge hat oder wenn man häufiger die Tagesschau es schaut und dann werden diese beiden Sendungen automatisch einem Evolutionsprozess unterliegen, in dem am Ende ausschließlich wahrheitsorientierte Berichterstattung übrig bleiben kann. Ja, also sie sieht das sehr schwarz, weil sie die Denkmöglichkeiten der Eliten nicht sehen möchte. Ja, oder kann.
Also wird diese Verfassung nicht weiträumig bekannt werden? Wer soll die Entscheidung für eine wirklich gute Verfassung treffen? Da spricht sie natürlich was Richtiges an, nämlich die gezielt verdummte, bald brav durchgeimpfte Bevölkerung sicherlich nicht. Ja, natürlich ist die Bevölkerung voll von vorteilbringenden Irrtümern all der verschiedenen Sparten. Die Weltbevölkerung ist vollkommen durchmanipuliert, richtig. Aber wir hoffen, dass sie dennoch irgendwo immer noch ein Gespür dafür gibt, dass unsere Ursachentherapie endlich wichtig ist und dass wir alle aufhören müssen mit der Symptomkuriererei am System. Wir müssen die Fehlanreize im System endlich an der Ursache beheben. Wir müssen positive Anreize setzen. Welche anderen Institutionen haben ein Interesse daran, sie umzusetzen? Es gibt keine. Damit eine neue, wirklich gute Verfassung für ein ganzes Land gelten kann, muss erst einmal ein entsprechender Bewusstseinswandel stattgefunden haben. Denn das Unrecht, das in einem Land herrscht, ist ja nichts anderes als der Ausdruck des kollektiven Bewusstseins. Und genau das ist ja, was GWÖ, GWO, GWL erreichen können, nämlich dass ein Bewusstseinswandel in Gang kommt. Und bis dahin wird noch einige Zeit sehen, beziehungsweise besehe ich die Bildung einer Parallelgesellschaft bewusster Menschen als unabwendbar an. Ja, dem kann ich nur zustimmen. Deswegen arbeiten wir ja mit der doppelten Doppelschienigkeit und sagen, ja, wir sind auch bereit, Kommuneprojekte als Parallelgesellschaft sozusagen als Ministaaten zu unterstützen und mit aufbauen zu helfen. Das bieten wir an, weil wir eben sehen, wir haben diese zwei Möglichkeiten, über den Gesamtstaat zu gehen oder über gesunde Parallelgesellschaften zu gehen. Ja, das ist möglich. Man kann nicht ein Problem mit den Mitteln lösen, die es verursacht haben. Deswegen kann es keine Lösung innerhalb des alten Systems geben. Weder eine Verfassung, die noch das alte System kennt, noch eine Partei, die im alten System mitspielt und die auf dem Weg zur Macht sowieso von anderen Interessen unterwandert wird. Ja, das ist halt die Frage, ob die Basis es schaffen wird, ob ihre bisherigen Machtbegrenzungsmechanismen ausreichen könnten, um das Schicksal der Grünen nicht zu ereilen. Da habe ich auch meine großen Zweifel. Das reicht nicht aus. Die Basis sollte sich da von uns beraten lassen, wie man wirklich dafür sorgt. Denn bis jetzt sehe ich, dass bestimmte Anträge offensichtlich unter den Tisch fallen, nicht konsensiert werden. Und das bedeutet ja, dass es alles nicht funktioniert innerhalb der Basis. Ne? Immerhin kann die Vollversammlung Menschen dazu inspirieren, sich mit einer möglichen Wertebasis für eine zukünftige Gesellschaft auseinanderzusetzen. Smiley soll das wohl heißen. Ja, ja, das war's. Und damit kann ich wieder zurückgehen und kann abschließend sagen, der C-Skandal ist eben nur ein Symptom. Die Basis, die ja an sich auf Ursachenbehebung statt Symptomkuriererei steht, die Basis muss mit GWÖ, GWO, GWL und eventuell mit Gradido und Dreigliederung mit dieser Diskussion muss sie an die Ursachen ran. Wegen Symptomkuriererei wird man nicht gewählt. Tschüssi, bis bald. Vielen Dank fürs Hören dieser heutigen Vorlesung unserer Mini-Universität. Tschüssi.